Du bist selbst schuld, wenn du diese 4 iPhone-Tricks nicht kennst. Wusstest du, dass dein iPhone dir beim Handwerken helfen kann? Nicht nur hast du hier ein Maßband integriert, sondern auch eine Wasserwaage. Wenn deine Handwerkerutensilien also keine Wasserwaage beinhalten, kannst du einmal auf die Maßband-App gehen und unten die Wasserwaage auswählen. Und jetzt kannst du dein iPhone einfach wie eine ganz normale Wasserwaage benutzen. Und kennst du auch diesen geheimen Trick mit der Tastatur deines Handys? Wenn du aus irgendwelchen Gründen gerade nur eine Hand zur Verfügung hast, kannst du einfach mit deinem Daumen über die Buchstaben wischen. So fällt es dir in Zukunft bestimmt leichter, deine Nachrichten zu versenden. Und jetzt kommt ein Trick für alle Spione unter uns. Denn du kannst dein iPhone ganz einfach in ein Aufnahmegerät verwandeln. Öffne dazu die Sprachmemos-App auf deinem Handy und starte die Aufnahme. Wenn du es jetzt in einen Raum legst, nimmt das Handy die gesprochenen Worte auf und du kannst es dir später anhören. Doch der nächste Trick wird dich aus den Socken hauen. Öffne dazu die Einstellungs-App. Jetzt scrollst du so weit runter, bis du den Punkt Bedienungshilfen siehst. Hier wählst du jetzt Tippen aus, scrollst nach unten, bis du bei Anruf-Audio-Ausgabe angelangt bist. Und genau da möchten wir hin, denn hier kannst du Anrufe automatisch annehmen einschalten. Du kannst sogar auswählen, nach wie vielen Sekunden das Handy den Anruf annehmen soll. Das ist besonders hilfreich, wenn du oft die Hände voll hast und nicht selbst ans Telefon gehen kannst. Dein iPhone wird für dich jeden eingehenden Anruf annehmen.